Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr Bilder von Schüler CC downloaden könnt. Dazu braucht ihr zuerst einmal Google Chrome. Den Download-Link habe ich nochmal in der Beschreibung. Also mit Google Chrome geht es am besten, finde ich. Na egal, das downloadet ihr euch erstmal. Installiert es und so weiter. Das funktioniert natürlich auch alles mit Windows. So. Jetzt geht ihr erstmal auf Schüler-CC, nehmt das Bild euch ran, sag ich jetzt mal, was ihr downloaden wollt. Am besten ihr ladet die Seite dann nochmal neu. So, dann macht ihr einen Rechtsklick, oder wie man sonst so den Seitenquelltext anzeigen kann. Bei mir geht das einfach mit Rechtsklick. So. Dann lädt ihr das. Dann klickt ihr auf STRG F und sucht dann nach JPG. So, dann zeigt ihr euch alle JPGs an. Es geht ja ungefähr in die Mitte und seht hier so einen Link. Ganz wichtig, dass da groß steht. Dann markiert ihr euch den Link. Kopiert ihn, öffnet einen neuen Tab oder ein neues Fenster, fügt ihn ein, drückt Enter und habt das Bild. So, das hier. Das ist ziemlich schlechte Qualität, aber egal, das ist nicht bei jedem Bildern so, was es gibt. Bilder mit hoher und niedriger Qualität, das liegt daran, wie ihr es halt geuploadet habt. Das könnt ihr halt mit Rechtsklick speichern unter. Ich suche es jetzt einfach mal auf Hintergrund. Naja, ich suche jetzt mal Spiele sichern. So. Und jetzt taugt ihr das in Finder oder wie das bei Windows heißt. Das ist einfach öffnen. Das funktioniert so ziemlich mit jedem Bild. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen und viel Spaß damit.